In diesem Video zeige ich Ihnen am Beispiel des Erfurt-E, wie Sie sich auf zwei Arten mit dem Sie umgebenden Raum verbinden können, mit einer lichtartigen oder einer wärmeartigen Qualität. Diese Gebärde wird in der Eurythmie bisweilen als Erfurt-E bezeichnet. Sie kreuzen die Arme, fühlen sie zu ihrem Körper, spüren den Druckpunkt der Arme und spüren in sich hinein. Um in der Kraft des E zu bleiben und in Kontakt mit dem, wofür Sie Andacht und Ehrfurcht empfinden, können Sie zusätzlich zu dem, dass Sie Ihre Empfindung und Ihr Gefühl nach innen nehmen, vom Herzen aus auch wieder hinaus in den Sie umgebenden Raum hinausspüren. Und wenn Sie das in den Raum über Sie machen und links und rechts von Ihnen, dann erleben Sie das in einer lichtartigen Qualität. Und dann schauen Sie, dass Sie einerseits den Weg nach innen nicht verlieren, der bleibt, um dieses Gefühl auch zu empfinden, und trotzdem oben und seitlich diesen Kontakt zu pflegen. Wenn Sie sich mehr mit dem Raum vor Ihnen und um Sie herum verbinden, entsteht eine mehr wärmeartige Qualität. Dann können Sie an der Stelle, wo die Hände auf den Brustkorb kommen und Sie nach innen spüren, diesen Herzensbereich so aktivieren, dass der Brustkorb umgekehrt auch nach vorne strahlt und Kontakt mit dem Raum vor Ihnen aufnimmt. Auf der einen Ebene geht es nach innen und auf der anderen Ebene nach vorne. Dann entsteht ein kräftiger Energieaustausch zwischen innen und außen und ein starkes Gefühl von Begegnung mit dem, was vor mir steht. Ich gehe nach innen und vergesse nicht, dem zu begegnen, was ich in mein Inneres hereinlasse. Eine wirkliche Begegnung, ein wirkliches E. Für das Erlebnis, etwas Höheres in sich aufzunehmen und einen inneren Dialog damit zu führen, brauchen Sie die Hände nicht unbedingt bis auf die Brust zu legen. Wenn Sie Ihre Arme und Hände vom Herzen aus fein durchstrahlen, können Sie auch so die lichtartige Verbindung zwischen Ihrem Herzen und dem Umkreis über Ihnen und um Sie herum herstellen.